Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, unser Kokosnussbaum ist gerade gewachsen. Da habe ich gerade die Folge beendet und auf einmal auch das Bling, Bling. Schaue ich so hoch. Okay, Kokosnusspalme ist gewachsen. Und im Chat haben wir uns entschieden, dass wir als nächstes das Restaurant ausbauen. Das heißt, da werde ich gleich meine finanziellen Mittel ein bisschen rein investieren. Wir kriegen eh gleich die ganzen Zwiebeln, vermutlich. Und dann sind wir eh ein bisschen reich. So. Okay, Merlin. Jetzt gehen wir als nächstes runter zum Kokos. Also wir gehen jetzt kurz zum Restaurant. Schauen, dass wir das ausbauen. Weil das ist, glaube ich, schon cool, wenn da mehrere Leute, also nur drei Leute, immer zwei Leute drin haben. So, 10.000! Bitteschön. Juhu, da wird jetzt, glaube ich, ein Stockwerk Kühe gebaut. Ja. Ist schon nicht mehr ganz so minderwertig. Okay, was kostet die nächste Verbesserung? 25. Ja, können wir uns leisten. Komm. Wie gesagt, wir kriegen gleich Kohle. So, damit sollten wir, glaube ich, jetzt das Größte haben. Oh la la, ja. Damit haben wir jetzt das größte Restaurant von Remy. Ich glaube, das wird uns nicht mal Danke dafür sagen. Im Zweifel sagt uns nämlich hier keiner Danke. Okay, wir haben 500 Dreamlight dafür bekommen. Nice. Gut. Da hat er uns gerade gesagt, so, es regnet, gern geschehen, dass ich dir diese Information gegeben habe. Nicht aufregen. Nicht gut für den Blutdruck. So, und hier muss jetzt eine Kokos. Da steht sie ja, unsere neue Kokospalme. Oh. Bring ja Maui die Kokos. Also ich möchte aber Bäume, die ich nicht nur einmal abernten kann, dann sind die weg. Ja, schon cool. Wo ist denn Maui? Remy läuft da rum. Denen ist es auch völlig egal, dass ich es in ein Restaurant ausgebaut habe. Maui, wo ist er denn? Da oben am Hauptplatz. Hier sieht es langsam richtig toll aus. Du wohnst hier erst seit gestern. Und seit gestern ist die Veränderung, ich habe dieses Restaurant zum Wolkenkratzer gemacht. So, einmal Kokosnüsse. Mein Outfit sieht aber nicht mal so scheiße aus. Tada, Kokosnüsse, eine der vielen Taten, die mich zum Helden gemacht haben. Da wir gerade von meinem Heldentum sprechen, bist du ebenfalls ein Halbgott. Du bist ein bisschen klein. Nein, das ist sowas von verrückt. Du bist nur ein einfacher Mensch, der nicht menschliche Dinge tun kann, richtig? Eigentlich ist mir das egal, denn jetzt wachsen die Kokosnüsse auf natürliche Weise am Strand. Man muss keine Aale mehr vergraben. Okay, du kannst jetzt gehen. Ich muss aber meine nächste Heldentat nachdenken. Schau später vorbei. Okay, cool. Okay, also wir haben jetzt mit Maui nochmal eine Mission und mit Christoph. Das heißt, wir reden erstes Mal mit ihm. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Sonne mit dem Lasso eingefangen habe? Die ganze Sonne für Sterbliche. Oh, und übrigens, du hast den großen Haufen Trümmer am Strand gesehen. Ich habe etwas mit den Trümmerhaufen stecken gesehen. Willst du, dass ich es dir zeige? Ja, zeig's mir. Folge mir. Okay. Gut, wo ist Christopher, dass ich den auf dem Weg gleich mitnehmen kann? Ich habe nämlich Angst, dass der pennen geht wieder. Wie gestern, weil der war gestern der Erste, der wohl geschlafen hat. Ich habe Angst, dass der heute wieder so früh schlafen geht. So, besser. Komm mal her. Oh, hey Leila, hast du kurze Zeit? Für meine Freunde immer. Danke, ich bin froh, dass du mich als dein Freund siehst, denn das ist ein bisschen seltsam. Also, während Donald auf der anderen Seite des dunklen Portals war, habe ich für ziemlich lange Zeit im Wald gelebt. Ging es dir da draußen gut? Oh ja, sicher. Ich weiß, wie man im Wald überlebt. Ich finde alles, was ich brauche, sowohl Nahrung als auch Unterkunft. Aber nach all der Zeit da draußen könnte ich wirklich etwas Seife gebrauchen. Und Donald meinte, ich würde nicht gerade erfrischend riechen. Er hat es nicht so höflich ausgedrückt. Würdest du mir bei der Herstellung einer Seife helfen? Ja, immer gerne. Großartig, danke. Nun, für die Herstellung von Seife brauchen wir Lauge. Ich will dir keine Angst machen, aber die Herstellung ist ziemlich kompliziert. Vielleicht solltest du Notizen machen. Für die Lauge brauchen wir Asche. Ich habe die noch nie gefunden. Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Als ich damals im Wald feststecke, habe ich in der Nähe der eisigen Höhlen ein Lagerfeuer gemacht. Wenn du dort ein bisschen ein paar verbrannte Holzscheite findest, kannst du ja eine Werkbank zur Asche zerreiben.
Was soll ich dann als nächstes machen? Anschließend kochst du die Asche wie jedes andere Gericht, auch um Lauge zu gewinnen. Wenn du das schaffst, komm zu mir und ich erkläre dir dann, was zu tun ist. Okay, verstanden. Super. Ich werde herausfinden, was sonst noch brauchen, während du Lauge herstellst. Denk daran, mein Lager befindet sich im Wald näher dem Eingang der eisigen Höhlen. Okay, da gehen wir dann auch gleich hin, aber wir gehen jetzt erst mit Maui zum Strand und entfernen irgendwelche Trümmer. Und Merlin darf mir dabei folgen. So. Du bist hier. Siehst du? Etwas steckt in den Trümmern fest. Ich kann deine Spitzhacke stärker machen, damit du auch hier zerbrechen kannst. Aber zuerst brauche ich einige Dinge, die ich in meinen Ozean zurückgelassen habe. Sie sind in einem Korb neben dem Boot auf der Insel, auf der wir uns getroffen haben. Hol dir das Zeug und bring es mir. Dann können wir loslegen. Okay, ich muss nochmal in sein Reich. Aber dann kann ich auch kurz hochgehen zu den anderen. Oh. Die Tomaten sind reif. Sind die anderen Sachen auch reif? Ja. Da muss ich dann, also ich hoffe, Merlin steigt jetzt echt schnell hoch, weil ich müsste dann ernten. Und dann nehmen wir dann die Vajana mit, weil die ja Stufe 4 werden muss. So, sammeln wir mal ein. Also ich warte jetzt gerade echt nur noch, dass mir den 5 wird und dann machen wir wieder Pflanzen-Action. Nehmen alles hier mit. Hast du mich gerade mit Knoblauch beworfen? Cool machst du das. Cool bewirfst du mich mit Knoblauch. Sein Lager ist irgendwo bei den eisigen Höhen. Okay, hier müssen wir dann gleich ernten. Ach, hier hinten. Es war da gestern aber noch nicht da. Gut, dafür muss ich jetzt nach Hause. Und dann schauen wir mal. Okay, eine Karotte. Gehen wir mal rein. So, Lager öffnen. Auch nochmal das andere Lager. Das große Lager. So, nein. Okay. Asche. Natürlich möchte ich die Asche herstellen. Deswegen bin ich hier. Okay. Und jetzt muss ich die Asche kochen. Jetzt haben wir Lauge. So, und das heißt, ich hole jetzt mal kurz den Korb, dass ich denen das beide so bringen kann, so zack, zack. Ja, es gibt auf jeden Fall einige coole Sachen, die wir jetzt gerade irgendwie machen. Vor allem eine bessere Spitzhacke, dann kann ich da endlich den Durchgang unten am Strand freischalten, dann ist es auch schon mal viel entspannter, wenn wir da runtergehen. So, irgendwo hier steht es rum. Ah, hier. Darf ich da alles nehmen? Geh mal davon aus, so. Wegesentschädigung. So. Wir laufen. Ich finde mein Outfit, also natürlich dieses Strickzeug ist nicht mein Style, aber ich finde es nicht so scheiße, wenn man das so von hinten. Mein Hintern sieht gut aus. Und da drüber dieses Zickzack-Muster sieht jetzt auch nicht allzu schlecht aus. Da hinten ist Maui. Christoph ist oben. Ja, dann gehen wir es jetzt nach oben und dann kommen wir noch leicht nach unten. So, da steht er mit seiner Laute. Schau mal, ich habe Lauge für dich angefertigt. Ja, du brauchst immer meine Hilfe, ist mir schon klar. Wie jeder hier. Die Lauge sieht fantastisch aus, Leila. Gute Arbeit. Okay, die nächste Zutat, die wir für Seife brauchen, ist Öl. Ich verwende normalerweise Karottenöl. Sicher, das könnten wir machen, aber warum mal was anderes? Lass uns etwas Neues hinzufügen. Maui hat ziemlich tolle Haare. Wir sollten herausfinden, was er dafür benutzt. Ich werde ihn fragen. Danke. Du bist ein Trost für meine Augen.
Hat er mich gerade angebaggert? Wenn du ein Sternbild mit Angelhaken siehst, das ist für mich. Okay, den Wald hinter sich lassen? Hallo Leila, was kann ich für dich tun? Maui ist immer für dich da, es sei denn, ich habe etwas zu erledigen. Und ich habe eine Menge zu erledigen. Ich möchte Christoph bei der Herstellung von Seife helfen und ich dachte, du hättest vielleicht eine geheime Zutat, dass sich dein Haus ganz macht. Was dein Geheimnis? Ich würde so gerne wissen. Ha, würde das nicht jeder? Nun, nichts wird das Haar von jemandem so toll aussehen lassen wie meins. Aber man kann es nicht annähernd so gut hinbekommen. Ich habe ein Wort für dich. Kokosnussöl, voll gerne. Okay, und hier dein Steinschaber. Toll, jetzt wo ich den Steinschaber habe, werde ich machen, was ich mache. Und du kannst, du tust, bringst einfach einen Snack mit, irgendwas Frisches und Leckeres. Danke, Zwerg. Koch ein 5-Sterne-Gericht. Was braucht der andere? Kokosnuss und Karotten. 12 Kokosnüsse. Blühen die da unten jetzt schon? Ich meine, dass da noch vorher kein Baum war. Gut, ich muss jetzt irgendwie Merlin zum Aufsteigen bringen. Gibt's hier nicht. Ich kann ihn ja nicht ewig mit mir rumschleppen. Merlin ist irgendwie so wie so eine Krankheit, die man nicht haben will. Habe ich nicht irgendwo Kokosnüsse drin? Säul, ja. Ich habe 5-Sterne-Mahlzeiten da. Hier, dann kriegt er ein Ratatouille. Und dafür können wir den Fisch da rein tun. So, dann räumen wir noch da ein bisschen was weg. Ey, wir haben ja da zu viel. Und den haben wir zu viel. So. Gut. Und ich suche eigentlich Kokosnüsse. Da sind sie. Und Karotten. Karotten. Ich habe irgendwo Karotten, da bin ich mir sicher da. 50 Stück, ich wusste es. Der Style muss ja passen, ja. Ist wichtig. So. Eigentlich muss ich das Ding doch jetzt zu Maui bringen, oder? Vielleicht, dass ich es kochen muss. Das habe ich jetzt nicht unbedingt getan. Verdoppelst du es? Danke für die eine Kokosnuss. Okay, ich muss es kochen. Gut, wir kochen mal eine Runde. Ich hätte auch vorher kochen können. So. Kochen und wir brauchen ein frisches 5-Sterne-Gericht. Ich sehe schon das Problem, wir können kein 5-Sterne-Gericht kochen. Okay, hier haben wir keine Aubergine. Hier haben wir... Doch, den können wir, glaube ich, machen. So, ein Ranch-Salat. So, wir gehen. Dann suchen wir mal den guten Maui. Wo rennt er jetzt rum? Ach, unten am Strand. Cool. Hat eigentlich das Boot schon ein paar Fische gefangen? Einsammeln. Ja, ich möchte den Lachs haben. Ich glaube, dass wir jetzt hier sind, übersteigt selbst die Vorstellungskraft meiner. Wo ist er denn jetzt hin? Oben Ränder. Okay, da ist Christoph. Aber für dich brauche ich noch ein paar Kokosnüsschen. Rennt da der rum? Der ganz am Ende irgendwo steht der. Wow, okay. Mein Stream ist gerade wieder auf Bros. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen am Handy mitlesen. Wow, Alter, das ist ja mega krass. Das ist das Krasseste, was ich hier erlebt habe. Kann ich das alles haben? Okay. Also allein von der Kohle
gibt es einiges. Okay. Du kriegst hier einen leckeren Ranch-Salat. So, bitteschön. Du bist hier. Danke, Layla, das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Großartige. Gib mir deine Spitzhacke. Verbesser sie. So, das war's. Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. Okay, level up. Jetzt ist sie stark genug, um sich durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ente. Holen wir uns auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. So. Okay. Folge Maui zu den Trümmern. Ich glaube, das war da unten. Das, wir gehen da mal kurz hin. Na gut, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir Sachen aus den Trümmern holen. Bis dahin. Bye.